Buongiorno. Morgen. Wir haben Bologna ja verlassen und sind nach San Marino gefahren. Und zwar, laut Reiseführer, die ist kleinste Republik der Welt. Richtig. Einwohner 33.000. Ja, plus zwei. Wir sind jetzt auch hier. Wir sind ja Touristen. Wir stehen hier auf dem Campingplatz Centro Vacanze San Marino. Das ist ein Axi-Platz, der liegt ein bisschen oberhalb von der Stadt, also geht ganz schön runter. Und deshalb nehmen wir jetzt auch den Bus, weil wir sind heute ein bisschen faul. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist, aber... Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Richtig. Wir haben auch hier einen Stadtplan bekommen und so Infos, wann der Bus fährt. Und eine Fahrt kostet 1 €. Oh, kannst aber nicht mehr. Ich habe jetzt für Hin- und Rückfahrt für uns 4 € bezahlt. Mhm. Mir juckt schon wieder die Nase. Oh, hier fliegen aber auch Pollen umher. Das ist Wahnsinn. Naja. Wir sind schon früh auf den Beinen. Der Bus kommt um 9.15 Uhr, weil es ist ganz schön warm. Was ein bisschen ärgerlich ist, muss ich sagen, das war auch schon in Bologna. Die Pools sind alle vorbereitet und man darf da nicht reingehen. Erst Ende des Monats. Hm, komisch, ne? Es ist warm. Ja, wir könnten die Liegen benutzen. Ja, ich benutze auch keine Liege, wenn ich nicht anschließend ins Wasser gehen kann. Ne? Ja. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja, komisch, ne? Ja. Weiß ich auch nicht, so unflexibel. Aber das ist, sind sie bei uns ja auch mit den Schwimmbädern. Ne? Anders. Also, wir müssen jetzt gucken, sonst verpassen wir noch den Bus. Oh, der ist ja noch nicht da. Der ist ja noch unterwegs. Wir wissen jedenfalls nicht, was uns erwartet. Ja. Ne? Ja. Bis dahin. Tschüss. So, hier ist jetzt die Haltestelle. Die Nummer 7 müssen wir nehmen. Wir sind so circa 100 Meter von der Rezeption entfernt, ne? 100 Meter? Ja. Ja? Klar. Okay, dann 100 Meter. Jedenfalls, hier ist sie. Wir sind jetzt hier angekommen, San Marino Stadt. Muss sagen, da war eine flotte Fahrt hier hoch, ne? Ja, das muss ich sagen. Der Bus, der hatte ordentlich Tempo drauf, wie der die Kurven genommen hat, ne? Jetzt laufen wir hier so ein bisschen durch die historische Altstadt. Es gibt von unten auch eine Seilbahn für Faulenzer, weil der Weg ist jetzt nicht so steil, oder? Von da unten? Ja.
okay. Also für uns jetzt nicht so dolle. Ne? Aber wir müssen sagen, wir hätten das jetzt nicht erwartet, dass das so schön ist. Mhm. Ne? Also richtig toll. Viele kleine Gässchen und... Viele kleine Geschäfte, Bars, Restaurants. Sehr, sehr schön. Nee, sieht gut aus, ne? Richtig. Ja. Weiter. Ja, weiter. Gut. Ciao. So ein schöner Pool und dann nicht geöffnet, ne? Das ist echt traurig. Ja, bei dem super Wetter. Hier und in der Dusche. Buongiorno aus San Marino, immer Tag 2. Genau, heute ist Sonntag. Da gab es den öffentlichen Bus heute nicht, aber der Campingplatz bietet einen Shuttle-Service an. Da muss man sich vorher in so eine Liste eintragen und dann gibt es so einen kleinen Bus. Ich glaube maximal 7 Personen, 6, 7, 8. 8 Personen, acht ja, plus mit dem Fahrer. Ja, richtig. Und der kostet hin und zurück für 2 Personen 10 Euro. Ist immer noch günstiger als Taxi, ne? Und wir wollen ja heute zu den 3 Türmen laufen. Es ist zwar schon ziemlich warm und auch relativ voll. Klar, heute ist Sonntag. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich dachte aber schon, weil viele abgereist sind vom Campingplatz, ne? Ja. Dass es heute was ruhiger wird, ne? Ja, aber dafür kommen jetzt andere.
Ne? Wir fahren jedenfalls morgen weiter. Wir haben gedacht, nicht am Wochenende weiterfahren, weil es so voll ist. Aber das entscheiden wir morgen. Und jetzt gehen wir erstmal los. Ja, auf wie. Bis dahin. Tschüss. So, wir sitzen hier im Schatten und warten auf den Shuttlebus. Wir sind jetzt durch. Und durch. Durch und durch. Wir haben 9300 Schritte in der Sonne gelaufen und sind einfach nur fix und alle. Aber wir müssen sagen, San Marino lohnt sich auf jeden Super. Fall. Fahrt mal hier hin, wunderschöne Altstadt. Ja, kann man nur empfehlen. Ja, ganz toll. Wir fahren jetzt zurück zum Campingplatz. Und morgen früh fahren wir an die Küste. Das sind circa 30 Kilometer. Ja, das machen wir mit links. Ja. Ja, da sind wir wieder. Irgendwie wollte die Kamera nicht mehr. Jetzt sind wir am Probleme Camping. Probleme mit der SD-Karte. Ja, ist angeblich zu langsam. Oder zu warm, man weiß es nicht. Wir sind jedenfalls jetzt wieder am Campingplatz. Morgen früh geht es weiter, wie gesagt, an die Küste. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, seid gespannt, was für ein Ziel wir erreichen werden. Schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buongiorno. Guten Morgen. Wir haben San Marino verlassen und sind an der Küste jetzt. Und zwar in Bella Igea Marina. Bellaria Igea Marina ist nämlich genau hinter uns das Schild. Ja. Wir stehen hier auf einem sehr, sehr schönen Stellplatz. Wir waren ja gestern noch in Regione. Ja, da hat es uns aber nicht gefallen. Nee. Und das ist das Schöne an einem Wohnmobil. Einem gefällt es nicht. Ja, man guckt sich das da an. Einpacken, weiterfahren. Weiter. Ne? Und hier stehen wir auf einem sehr schönen Stellplatz. Da bezahlen wir 14 Euro für den Stellplatz, 2 Euro für den Strom und jeweils 1 Euro für die Dusche. Die Plätze, muss man sagen, sind ein bisschen klein, aber die Sanitäranlagen sind modern, sind sauber. Also wirklich, hier fühlen wir uns viel, viel wohler, müssen wir sagen. Ne? Hier kann man auch schön Fahrrad fahren. Hier gibt es viele Geschäfte, Supermärkte, Restaurants. Hier ist alles vorhanden. Ja, sehr, sehr schön. Hier gefällt es uns. Hier bleiben wir jetzt 2-3 Tage und dann sehen wir mal, wo es uns dann hinführt. Ne? Ja, ja. Wir sind ja flexibel. Genau, vielleicht nach Ravenna. Das wäre eine Das ist ja auch noch hier Idee. In der Nähe, ne? Ja, das wäre auch noch ein Ziel. Ja. Wir gucken immer so von Tag zu Tag. Aber jetzt fahren wir erstmal mit dem Fahrrad ein bisschen. Heute ist es ein bisschen bedeckt, bewölkt, aber ganz angenehm. Ja. Von den Temperaturen her, ne? So drückend. Ein bisschen angenehmer. Ja, gestern war es unheimlich drückend wart gewesen, ne? Wir stehen auch direkt am Wasser, also nur die Straße ist dazwischen. Und da gibt es einen, wie nennt man diese, öffentliche Strände, ne? Also der ist 50 Meter. Dann gibt es auch so eine kleine Bar da und alles. Was alles hier? Ja, alles sehr schön. Wo du einen Kaffee trinken kannst. Genau. Wo du was essen gehen kannst. Ja. Top. Ja, richtig. Wir waren ja mal vor, bestimmt, 10, 15 Jahren hier gewesen. Mindestens. Mit dem normalen PKW. Im Hotel Batsch, waren wir da. Hier so nichts verändert, ne? Nö. Nee.
Alles sehr schön. Ja. So, jetzt raus aufs Rädchen. Jo. Bis denn. Ciao. Ciao. Guten Morgen. Guten Morgen aus Cesenatico. Ja, das ist richtig schon, ne? Ja, hat sich schon, gut, ne? Angehört. Ja? Richtig, ja. Italienisch, ja. Hat sich das angehört. Wir sind heute mit dem Fahrrad von Bellarina. Heißt das Bellarina? Bellaria. Bellaria. Bellaria aus sind wir mit dem Fahrrad hier immer auf einem Fahrradweg gefahren. Ja, knapp 11 Kilometer. Also easy peasy. Ja, locker und leicht. Ja. Und jetzt gucken wir uns hier das kleine Örtchen mal an. Soll sehr schön sein, besonders der Hafen. Der wurde, glaube ich, gestaltet von Leonardo da Vinci. Müsste ich nochmal nachlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Echt? Ja. Was du so alles weißt. Oder? Ja, ich habe das gelesen. Ich weiß das nicht, ich habe das gelesen. Google ist dein Freund. So. Also schöne Schiffe gibt es hier. Ja, schon sieht mal. Schon mal ganz gut aus hier. Richtig, genau. Ist zwar jetzt hier gerade ein bisschen viel Verkehr, aber was soll's. Ja. Da müssen wir durch. Ist eben live, ne? Richtig. Live und in Farbe. Zeig mal die schönen Schiffchen. Soll ich das? Ja, mach das. Finally over.
Das war doch mal eine gute Idee, ja, hierher zu fahren, oder? Hat sich doch gelohnt, oh, ne? Wunderschön. Toll. Also, wenn ihr hier mal in der Nähe seid, macht hier unbedingt einen Stopp. Also, ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob es hier einen Stellplatz gibt, ne? Keine Ahnung. Aber wie gesagt... Aber ich denke, Campingplätze. Ja, das haben wir ja unterwegs gesehen. Ja. Ne? Campingplätze. Ja. Also, gibt es auf jeden Fall Camping- oder Stellplätze. Auf jeden Fall hier einen Stopp machen. Ja, war ein guter Tipp gewesen, ne? Richtig, genau. Ganz toll. So, und jetzt fahren wir zurück, ne? Ja, jetzt trinken wir noch ein Käffchen, ne? Und dann fahren wir zurück. Ja. Okay. Ciao. Guten Morgen. Buongiorno. Ja, wir haben Bellaria verlassen. Wir müssen sagen, hat uns gut gefallen, ne? War schön gewesen. Ja, wir wollten ja ursprünglich... nur 2 Tage bleiben. Ja. Letztendlich sind es 5 geworden, weil wir uns noch 2 schöne Städte angeschaut haben, und zwar Cesenatico und Ravenna. War von dem Platz aus vollkommen, ne? Wunderbar zu erreichen, ja. Einmal mit dem Fahrrad und einmal mit dem Zug. Ja, alles nach Ravenna mit dem Zug, ne? War alles super, hat wunderbar geklappt, ne? Danach haben wir noch ein bisschen Sonne, Strand und Meer genossen. War auch sehr schön. Mhm. Und dann sind wir weitergezogen. Ja. Ja, und heute sind wir in Comacchio, ne? Richtig. Ich muss erst auf den Zettel gucken, weil wir jetzt schon so viele Stellplätze angefahren ja, haben echt. Und Orte, dass man das schon wieder alles durcheinander schmeißt. Aber Gott sei Dank notiere ich mir das alles, und damit wir da Bescheid wissen. Ja, genau. So, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Es würde uns freuen, wenn ihr uns weiterverfolgt. Und bis dahin sagen wir Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao.